Hast du schon mal überlegt, dass du ein Segen sein könntest und dass du Segen hast, den du weitergeben kannst an andere? Darum geht es in diesem Video. Hi, ich war theologisch unterwegs auf der Hunderunde und wollte euch was erzählen, aber es ist zu windig und es ist zu viel Sonne, sodass ich die Hunderunde ohne Reden vor der Kamera mache, nach Hause fahre, mir eine schöne Tasse Kaffee mache und da werde ich euch erzählen, was ich eigentlich erzählen wollte. Rocky, wie sieht's aus? Ich zeige euch ein paar Bilder von der Hunderunde und ich wollte mich bedanken über die tollen Reaktionen zu den letzten Videos, zu dem Interview. Das hat mich sehr ermutigt, mehr in die Richtung zu machen. Ich habe auch schon Ideen für neue spannende Interviewpartner. Mal sehen, ob ihr die dann auch genauso gut findet. Und dann war in all dem ein Kommentar, wo mich etwas sehr bewegt hat, von dem mich jemand sagte, danke für den Segen am Ende. Und diesen Segen am Ende meiner Videos, den mache ich mehr intuitiv und ich freue mich aber, dass jemand registriert oder dass ihr das wahrnehmt und für euch auch so in Anspruch nehmt. Und das bringt mich zu dem Thema dieses Videos, nämlich Segen und ob du auch sowas wie Segen spenden, Segen geben praktizierst. Ich habe nämlich mal eine Begebenheit gehabt in einem Einführungsgottesdienst von einem Kollegen. Da habe ich am Ende dieses Gottesdienstes den Segen gesprochen und hinterher bei dem Empfang, da meinte irgendjemand zu mir, Sie sind dann ja auch Pastor. Und ich, wieso, wie kommen Sie denn da drauf? Und er sagt, ja, weil Sie den Segen gesprochen haben am Ende, das machen doch nur Pastoren, oder? Und ich ihm so erklärt habe, nee, das machen nicht nur Pastoren und das will ich hier heute auch nochmal ausführen. Im Lateinischen gibt es zwei Begriffe für Segnen. Das eine hat mehr mit dem Segenszeichen zu tun, wie dem Kreuzzeichen, Hand auflegen oder den Ritus. Und das andere heißt benedicere, heißt bene, gutes, dicere sprechen, Gutes zu jemandem sprechen oder Gutes in das Leben von jemandem hineinsprechen. Das heißt segnen. Und ich weiß, meine buddhistischen Freunde, die formulieren das mit gute Wünsche machen. Und wenn du bei Wikipedia guckst, dann bedeutet Segen oder Segnen so viel wie Anteil geben an göttlicher Gnade, Kraft, Schutz. Und oft wird Segen bisher gegeben von Höhergestellten zu Niedergestellten, so vom Papst oder Priester zum Kirchenvolk, von Eltern zu Kindern, wo sich so eine Hierarchie ausdrückt. Und ich glaube, diese Art von Segnen hat ein bisschen was mit Herrschaft zu tun und mit Dominanz ausüben, weil ich denke, eigentlich ist Segnen etwas, was jeder und jede machen kann. Es gibt in bestimmten indigenen Traditionen ja so diesen Gedanken, dass die Aufgabe des Menschen sei, Dank zu sagen. Und ich glaube, ja, das stimmt, das ist eine Sache, aber eine andere, muss ja nicht nur eine einzige Aufgabe haben, eine andere Aufgabe ist es, Segen zu sprechen, Gutes zu sprechen in diese Welt hinein. Und ich mache das so, dass ich ganz viel segne, manchmal so im Verborgenen, als Fürbittegebet oder als stillen Spruch, dass ich einen Fluss segne, an dem ich entlang gehe, dass ich einen Baum oder einen Wald segne, den Ort segne, den Hund segne. Und sowieso die Leute, die ich liebe, dass ich die permanent mit meinem Segen und mit meinen Segensgebeten begleite. Und bevor ich dazu komme, wie du ins Segnen einsteigen kannst, will ich eine Hintergrundsache noch nennen. Etwas, was ich in den letzten Jahren entdeckt habe und was ich so ko-kreatives Beten oder ko-kreatives spirituelles Handeln nennen würde. Ich finde, ganz am Anfang in unseren heiligen Schriften, in den Schöpfungsgeschichten, wird schon deutlich, wie der Mensch aufgerufen ist mit zum evolutionären, kreativen Handeln, dass Gott, dieses Gottwesen, dass er oder sie nicht alles alleine machen will, sondern bestimmte Aufgaben überträgt. Und es gibt eine Geschichte im Alten Testament, die für mich so ein Aha-Erlebnis, so ein Augenöffner war, nämlich die Geschichte bei Hesekiel. Und Hesekiel ist ein Prophet und er hat eine Vision und dort heißt es dann, ich blende das dann unten mal ein, wenn ich den Text finde, Hesekiel sagt so, ich wurde vom Geist an einen bestimmten Ort geführt. Ich würde heute sagen, an einen unsichtbaren, an einen visionären Ort. Und an diesem Ort wurden ihm Sachen gezeigt, nämlich da waren dann lauter Knochen und alles war tot und wüst. Und dann kommt eine ganz spannende Stelle, dann fragt der Geist, sag Menschenkind Hesekiel, was hast du gesehen? Und er sagt, das und das habe ich gesehen, es war tot und es kommt wieder ins Leben hinein. Und da kommt diese spannende Stelle, denn normalerweise würden wir ja denken, ja, Gott zeigt jemandem eine Vision und dann sagst du, ja, habe ich verstanden, ich habe es gesehen und
Gott würde dann sagen, so mache ich das jetzt. Schau mal zu, wie ich das mache. Aber so steht es da nicht. Sondern da steht, jetzt du Hesekiel, Menschenkind, sag du dem Geist, dass das, was du deiner unsichtbaren, visionären Welt gesehen hast, dass das in der realen Welt so werden soll. Ja? Da ist das Handeln des Menschen mitgefragt, das Sprechen des Menschen. Und ich glaube inzwischen, dass das beim Segnen und bei vielen anderen Arten von Gebeten auch so ist. Ich glaube, dass es in der unsichtbaren Welt so etwas wie einen Spiegel von unserer sichtbaren Welt gibt und dass es da Zusammenhänge gibt. Und wenn etwas in dieser unsichtbaren, geistlichen, spirituellen Welt geschieht, dass das Auswirkungen hat auf diese Welt. Und ein Schlüssel dafür sind unsere Gebete, unsere guten Wünsche, unsere guten Gedanken, die wir machen und auch der Segen, den wir sprechen. Und ich glaube, dass in dieser unsichtbaren Welt Gott, dass er oder sie, Vater, Mutter, Gott, ganz, ganz viel Segen für alle bereithält, Gutes für alle bereithält. Für alle Menschen, für alle Tiere, für alle Pflanzen, für den ganzen Kosmos, für die ganze Erde, dass da eine Fülle von Gutem bereit ist. Und es ist unsere Aufgabe, durch Segnen dieses Gute hineinzusprechen in diese Welt. Und wie kann das praktisch gehen? Ich hoffe, das Ganze klingt nicht so esoterisch, aber danke, bis jetzt hast du ja noch zugeguckt. Ich habe mir das Ganze noch nicht richtig durchdacht, ich merke, dass das doch relativ spontan hier ist. Aber es gibt so verschiedene Arten, wie ich Segen spreche und wo du gucken kannst, mit welcher du vielleicht auch starten möchtest oder praktizieren möchtest, wenn du Lust hast, nach diesem Video das mehr zu machen. Das eine ist ganz stille Segensgebete. Wenn ich in mein Fürbittegebet Teil bin, für meine Familie, für die Leute, die mir anvertraut sind im Gebet, dass ich bete, lieber Gott, liebe Göttin, segne doch XY. Und oft weiß ich gar nicht, was für diese Person gut ist. Früher habe ich gesagt, mach doch Gott, dass die Person irgendwie Freunde findet. Und heute würde ich sagen, segne diese Person mit allem, was sie zum Leben braucht. Ja? Auch das ist ein Segensgebet, das etwas bewirken kann. So ganz still. Und dann glaube ich, es hat aber auch viel Kraft, wenn du so einer Person das direkt sagst. Ja? Und auch da gibt es zwei Arten, würde ich mal so sagen. Das eine ist vielleicht so eine Art indirektes Sagen, sowas wie Gott segne dich für deine Arbeit. Gott segne dich auf deiner Reise. Gott, also ich spreche, dass Gott das tun soll. Ja? Also ich bin quasi Vermittler dieses Segens, wenn du so willst, wenn das irgendwie Sinn macht. Und dann gibt es so eine Art, wo du direkt jemanden segnest, wo du diesen Segen sprichst. Und für mich, und ich habe für mich diese irischen Segen entdeckt, dass die sehr handhabbar sind, die oft so anfangen mit, möge die Straße dir entgegeneilen, möge der Wind in deinem Rücken blasen und möge die Sonne warm in dein Gesicht scheinen, möge unser Gott oder möge der Frieden Gottes dich fest in seiner oder ihrer Hand halten, bis wir uns wiedersehen. Ich mag diese Formulierung, möge Gott so und so an dir handeln. Es hat damit was Bindendes und gleichzeitig ist aber eine Freiheit da, mit diesem Möge und diesem Konjunktiv, dass Gott da auch in seiner und ihrer Freiheit handeln kann, wie er will. Ja, und so will ich vielleicht mit diesem Video dieses eine dich ermutigen, inspirieren, zu gucken, ob Segnen etwas ist, was vielleicht dir auch auf dem Herzen liegt, du wusstest es noch gar nicht oder du machst es bisher still in deinen Segensgebeten, aber vielleicht ist es auch Zeit, noch einen Schritt weiter zu gehen und gelegentlich den Leuten einen Segen zuzusprechen. Meine Erfahrung ist, dass die oft ganz dankbar sind, manchmal verwundert, aber dass fast nie irgendjemand sich angepisst fühlt. Ja, das war es eigentlich und bleibt mir am Schluss nur zu sagen, möge dein Segnen gesegnet sein.